liebe Leute hier aus München. Ich bin Robert Rix. Der ist super Randy. Und Gigawitz. Ja, absolut. Wir sind hier vorm Olympiaturm München. München. Ja, die Autobahn ist auch dabei. Da vorne das BMW-Werk. Aha, BMW-Werk. Wow, ein Lastwagen. Und so weiter. Da vorne ist irgend so eine komische Dings. Olympiahalle. Na, doch. Oh nein, das ist Olympiastadion. Na, Olympiastadion ist da vorne. Oh. Da vorne ist ein Kran. Aha. Dann ist es ein extraordinary Platz. Boah. Das ist Panorama. Boah, der überholt eiskalt. Oh Mann. Scheiße, bist du vom Mercedes überholt lassen? Wir werden verfolgt. Wenn ich nur mit so einem Möwe siege, die fange ich mal so richtig davor. Genauso wie die Taube vorhin, gell? Ja. Ja, Leute, wir fahren heute in ein Fußballspiel in die Allianz Arena. Als treue Anhänger vom MSV Duisburg. Bayern. Eigentlich sind wir Bayern-Fans, ja, aber wir fahren halt eine 60er-Spur, keine Ahnung wieso. Einfach so mal. Billiger. Ja, einfach mal für. Ja, genau. Ja, genau, um einen aus unserer Klasse zu verarschen, wie schlecht die 60er sind. Und deswegen machen wir jetzt die ganze Geschichte einfach mal. Ja, genau, also wir sehen uns dann später irgendwann, vielleicht mal im Stadion, im Zug. Vielleicht, wenn ich eine Möwe fangen will, oder wenn er von der Brücke springt, oder wenn wir wieder mal im falschen Zug sind. Oder wenn wir, oder wenn wir da oben auf dem Kran sind. Da würde er gerne hin. Ja. umwerfen. Ja, umwerfen, das Panorama von München. Das ist das Panorama. Oh, danke. Oh. Also, bis bald. Wir sind hier am Rathausplatz in München. Ja? Ja. Schau auf mich, schau auf mich! Wahrscheinlich. Viertel, du kriegst bei den Tauben. Niemals. Hey, eine Statue. Ui. Morgens 9:30 in Deutschland, hä? Deine Lieblingsjazz. Was denn? Die Welt der Bücher. Oh, jetzt geht's aber ab. Ja. Ja, ja. Was merkst du, Kaffee? Wir sind Bayern-Freunde im Stadion. Wir sind treue Duisburg-Anhänger, nur so. Nein. Heiße Maroni. Eine süddeutsche Zeitung. Also Leute, bis im Stadion. Im dicken Zorn. Spielminute, Tor für 1800!
wir sind jetzt zurück in Gas. Der TSV 1860 München trennt sich mit 1:1 vom MSV Duisburg. So ist es. Und Torschützen waren Benjamin Laut für die 60er und Manuel Schäffler für Duisburg. So ist es. Doch, das stimmt. Geh mal gleich nach vorne. Ah. Südostbayern. Okay, auf die Gleise. Schalalala. Wo sind unsere Spuren vorher halt mit? Ach, da vorne. In der Frühe, ja, ist doch safe. Oh, da telefoniert etwa. Was noch aber? Ey, aufgemacht. Schwuchtel. Also, wir sind sinnlos immer hin und her gefahren. Hatten eigentlich keine Ahnung, wohin und so. Aber wir haben uns nicht verfahren. Nicht. Ja. Da ja, ist aber oft sinnlos. Und wer hat den ganzen Zugplan organisiert? Ich war's. Ja, ich. Du hättest es nie auf die Reihe gebracht. Hier. Unsere Spuren vor heute in der Früh. Ja? Ich kann balancieren. Der Stein hätte nur besser berechnet werden. Oh, hätte nicht. Doch, der hätte irgendwas für den Winkel gemacht. Ja, dann hast du jetzt schnell im Schuh, ich du balancieren. Fick dich! Oh. Oh, oh Gott! Also Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ja? Tschüss. Bye bye. Oh, wir sind noch drauf, also zuerst.